Und damit herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Lock up oder so? Ja, Ah, nee, genau. auf. Freddy, Falsch. Aufnahme. Wo? Kennst du noch? Erstmal Hallo sagen, dich vorstellen und dann anfangen zu spielen. Du hast nicht gesagt, dass du jetzt Aufnahme machst. Habe ich gesagt. Nein. Doch. Warum hast du Wir denn nehmen keinen heute Einlass Isaac. gemacht? Habe ich. Nein. Doch, Schatz, habe ich gerade gesagt, Habe ich 3, gehört? 2, 1. Und Freddy, das hat selbst meine Freundin mitgekriegt. Hast du eine Ja, aber Behinderung? ich habe gerade was vorgelesen. Was ist das? Ist das ein Geist? Was? Goldraum, so ein Geist. Warte, ich sehe es gerade auf der Das Wiki ist. nebenan. Das ist Lil Haunt. Ja, das ist der kleine Geist. A family ghost that follows Isaac around and. Okay, mach schon. Fear him. Ich liebe Begleiter. Begleiter sind das Tollste überhaupt. Ernsthaft mal. Wow, Ich hab danke, die ein Stachelraum. Unicorn Stomp. Storm Unicorn, ja, das ist nicht so ganz sinnvoll. Ja, aber mit meiner Item-Combo, ich habe ja dieses Ecoli. Was ist Ecoli? Der Tampon. Bringt dir trotzdem nichts. Doch, wenn ich gegen die Gegner renne, verwandle sie es in Scheiße. Ernsthaft? Ich denke, das ist nur, wenn du Schaden kriegst. Ne, ich glaube bei Berührung. Nein, ich Aber ich glaube, das hab ist nur, wenn grad. du Schaden kriegst. Ich hab's gerade bei einem gemacht, also von daher. Okay. Mann. In dem letzten Bossraum habe ich Magic Mushroom bekommen und jetzt bekomme ich so Halo. Das Halo macht ja auch plus alles. Alles einen Plus hoch, aus ja. dem Lost Drunk, der Scheiße. Alter, jetzt, ich habe jetzt schon drei Schlüssel. Ich hab einen. War hier irgendwo ein Steinchen? Schaut nicht so aus. Also ich könnte mir entweder eine rote Kiste freisprengen und damit versuchen, den Geheimraum zu kriegen, was ich machen werde. Weil ich eine relativ hohe Chance habe, dass der da ist. Kann er da sein? Nein, da kann er nicht sein. Der Seite könnte natürlich sein. Kann er auf der Seite sein? Ja, scheiße. Ich probiere es einfach aus. YOLO. Ja, kein Geheimraum, schade, schade. Ah, aber die tote Katze. Nein, die Guppy's Head. Auch schön. Wundert euch einfach nicht, wenn wir heute ein bisschen ungesprächiger sind. Ich weiß gar nicht, wieso wir das sind. Ich auch nicht. Absolut keinen Grund. Mm-mm. Vor allem nicht irgendwie was mit Apfelsaft zu tun hat, weil wir ja nicht mal in dem Video was getrunken haben. In welchem Video? Dem Seed Run. Ach ja, das war gestern. Stimmt ja. Falls ihr das Video gesehen habt, das Seed Run, der war gestern. Oh nein, nicht die. Ich habe schon seit 10 Minuten übrigens die Girlings und mir fällt gerade erst auf, dass die Girlings scheiße sind. Ich habe keinen Schaden gekriegt, Alter. Bin hier gerade in dem Challenge Room und hab hier Chap und der hat mich hier schon zweimal getroffen, der Pisser. Ärgerlich. Alter. Nein, da war ein Stein. Den habe ich zu spät gesehen, sorry. Jetzt ärgere mich schon wieder. Ja, danke. Ja, genau. Ich gehe durch rote Kacke, um einen Scheiß Münze zu kriegen. Wow, 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 wow. Fuck, oh fuck. Ja. Ja, klar. Falls ihr euch fragt, mit wem ich Ich hab hier rede, noch das geht Piep. euch gar nichts an. Piep. Ja, Piep, im Challenge-Raum. Ich hasse Okay. Piep. Ich auch. Boah, wie lange ich brauche, um das scheiß Goldkaki zu zerweinen. So, jetzt gehen wir mal da rein. Ankh. Ankh ist, dass man nach dem Sterben zu Blue Baby wird, ne? Ja. Ja, nicht so geil, aber kann man machen. Wäre geiler, wenn man dazu noch ein HP abgekriegt hätte oder sowas. Oder halt ein schwarzes Herz wenigstens. Das Ein wäre echt schwarzes nice. Herz, ich hätte ein Seelenherz für gegeben. Ja, ist ja egal. Ne, es ist nicht, es ist komplett was anderes. Das schwarze Herz macht noch ein bisschen Schaden. Ja.
Warum steht im Wiki, nicht Wiki, Platinum God, warum steht da immer, dass schwarze Herzen Schaden machen? Weil das sollte doch eigentlich bewusst sein, wenn man das Spiel einmal gespielt hat. Ich weiß es doch nicht, Mann. Ich bin doch nicht Jesus. Nicht? Wächst mir Gras auf der Hand und Moos auf der Brust? Ja. Okay. Oh ja, den blauen Stein habe ich jetzt auch gesehen, ey. Da hätte ich jetzt richtig gekotzt, wenn ich den übersehen hätte. Mr. Mega has appeared in the basement. Doch, meine alte Kombo ist ziemlich geil mit dem Einhornstumpf. Ja, okay. Das ist natürlich nice. Kiste aufmachen oder zulassen? Goldene Kiste oder welche? Goldene Kiste. Ich habe zwei Schlüssel. Und habe den Goldraum der Ebene. Den hast du noch? Den habe ich schon. Achso, ja, keine Ahnung, was ich machen. Ja, hat sich gelohnt. Bisschen Knete, eine Bombe. Okay, und dann machen wir den nächsten Boss. Oh, Monstro. Was? Monstro mit einem Champion-Gegner? Wie nuttig ist das denn? Das ist normal. Ich hatte Monstro nie mit einem Champion-Gegner. Ich hatte mein Boss-Rush übrigens, in dem Seater hatte ich extrem viele Champion-Gegner. Also Champion-Bosse, das war ein bisschen zum Kotzen. Ja. Er hat den Seed danach ja weitergespielt, weil das ja eigentlich sein Seed. Ja. Also ich habe ihn heute Morgen weitergespielt, was vielleicht nicht die beste Idee war, aber... Meinst du? Ich hab's geschafft. Ich habe nur noch Blue Baby besiegt. Weil zu dem schönen Brimstone habe ich natürlich in der Kiste neben noch den Quadshot gefunden und vier Brimstones, das ist schon schmerzhaft für die Gegner. Ist der Quadshot in alle Richtungen? Nee, der sind also vier, so kann man als Kegel sehen, sozusagen. Also so wie der Triple Shot auch. Ich weiß nicht, wie der Triple Shot aussieht, aber ich denke mal. Da steht einfach dreimal übereinander. Basement Boy! Ich hatte eigentlich auf Samson gehofft, aber das schaffen wir halt nicht, weil ich jetzt schon Herzen aufgehoben habe. Gimpy nehmen wir mit. Weil es ein Death-Item ist und ich mag Death-Items. Was muss man denn mit Samson machen, für Samson? Zwei Ebenen lang keine Herzen aufheben. Das war doch Eve, glaube ich, oder? Ich glaube, mit Samson darfst du zwei Ebenen keinen Schaden nehmen. Ja, dann habe ich den schon freigeschaltet, weil ich habe jetzt gerade Basement Boy achieved. Rift. Oh, eine Leiter nehmen wir mit. Best Item EU. Schlecht. Ja. Wir sind heute nicht so ansprechbar. Bitte berücksichtigt das ein bisschen. Und mein Mund schmeckt einfach so richtig widerlich. Meiner schon nicht mehr, ich habe mir inzwischen dreimal die Zähne geputzt. Ja, oh, super, nochmal Chub als Gegner. Ich habe magnetische Tränen. Die ziehen nur die Gegner an, ne? Ja, die sind richtig zum Kotzen, Alter. Die sind voll geil eigentlich. Hab die Map. Fast so wie Homing Shots, nur andersrum. Ja, super. Ich hab die Map. Das ist schon mal nice. Ich hab eine Leiter. Das ist auch gut. Die Blue Map hätte ich noch gerne, aber ich glaube, die habe ich noch gar nicht freigeschaltet hier. Du musst, glaube ich, 50 Münzen oder so im Automaten haben. Ja, you unlocked Samson. Soll ich den Engel sprengen? Ja. Aber, nee, mit Blue Baby mache ich das nicht. Wieso das denn nicht? Ja, nur weil ich den Run eigentlich schaffen wollte. Weißt du, ich krieg immer mit Blue Baby diese scheiß Engelstatuen. Ja, weil Blue Baby halt nicht auf Teufelsdeals ausgelegt ist. Weg mit dem Engel. Weil Blue Baby halt nicht auf Teufelsdeals ausgelegt ist, ne? Stimmt, man kriegt ja da eine erhöhte Engelchance, wenn man keine Teufelsdeals da annimmt, oder? Ja. Darf man nicht in den Raum reingehen, oder wie ist Doch, das? Du musst die sogar ausschlagen. Dann hast du eine richtig hohe Chance drauf. Fuck! Also in den Raum. Du gehst in den Raum rein, guckst dir die Teufel jetzt an und gehst einfach wieder raus. Ich hab grad Schaden gekriegt, leider. Ich dachte. Oh, Arrow. Piercing Shots, ne? Ja. Das ist auch ein seltenes Item eigentlich, also das sehe ich ziemlich selten, leider. Ich finde das verhältnismäßig sogar ziemlich oft. Das hatte ich gestern auch schon. Ja, jetzt sehen unsere Tränen so schön aus und dann machen wir jetzt auch noch den Challenge-Raum, weil jetzt habe ich eh Schaden gekriegt. Und wir haben Samson ja auch schon freigeschaltet. Scheiße, ich hab's aufgesammelt. Was denn?
dass alle meine Stats geschaffelt werden, aber es hat nicht. Ich glaube, ich habe ein Herz weniger, aber ich habe dafür ziemlich viel Schaden und extrem. Alter, das ist mein Schadenring. Ja, komm, was ja. Aber ich war so dumm, ich hätte auch den Einhornsturm, hätte ich einmal Schaden vermeiden können. Ach ja. Fuck, schon wieder getroffen. Bekommen hat nicht. Oh, ja, nehme ich. Ein Ziegenkopf. Ja, der Ziegenkopf, 100%ige Teufelsdeals. Keinen Sinn für dich. Warum nicht? Weil du Engelsstatuen sprengst. Ja, und? Und ein 100%iger Teufelsdeal versaut dir die Engelsstatuen, dann kriegst du die gar nicht. Ich würde den Megaboss sowieso nicht schaffen. Ach klar, Megasa. Spoilern wir mal nicht, ne? Ja, ich hab ja nur Megaboss gesagt, deshalb. Ja, ich wollte gerade Mega sagen. Ich weiß, ich hab's verstanden. Gerade ganz knapp zurückgehalten. Ja, scheiß drauf. Drecksgegner. Alter, ich bin so langsam, ne? Ich habe einen Schaden von 2. Langsamkeit ist 2. Ich habe alles nur auf 2. Außer. Nee, die magnetischen Tränen, die ziehen auch die Dings an, Items. Ja, ja, ich weiß. Soll ich den Rusted Key mitnehmen oder Rosary? Ich weiß gar nicht, was der Rusted Key macht. Erhöhte Chance auf Schlüssel und Kisten. Und Rosary macht Faith up, also Glauben. Weiß nicht. Du willst ja die Engelsstatuen. Nee, du kannst die Engelsstatuen gar nicht mehr sprengen, also brauchst du den Rosmarine auf keinen Fall. Sicher, dass ich ihn nicht sprengen kann? Ja, du kriegst keine mehr. Du kriegst jetzt 100%ig immer einen Teufelsdeal angeboten. Sicher, dass es nicht auch ein Ding sein kann? Ein Dingsraum? Nein, es ist ein Teufelsding. Warte, ich habe ja Dingens auf. Platinum Gold. Ja, jetzt stellt sich mal, spiel mal kurz im Hintergrund. Wobei, da können wir eigentlich weiter mal machen. You can shield. Gives Isaac a guaranteed floor angel room on every floor they can appear. Mm. Was bitte nochmal? Or angel room. Ah, or angel, okay. Ich hätte gedacht, dass es Angel Rooms verhindert. Alter, mir ist überhaupt nicht gut, ne? Wenn man den aus dem Pestilenz. Also wenn man den Goat halt aus dem Devil die nimmt, dann ist es dann ist die Chance geringer, dass man Ja klar, weil du den Devil die umgenommen hast. Ich hasse Pestilenz übrigens. Aua. Chemical Peel. Macht Damage ab. Ja, aber nur auf einer Seite des Gesichts. Jetzt hier. Soll ich dafür einen Schaden? Moment, ich kann den Unicorn Stomp benutzen. Gotta meet them all. Der Goat hat mitgenommen. Ich hab jetzt Gimpy und den Goathead. Ich sehe so abgefuckt schon wieder aus. Gimpy ist eigentlich ein Scheiß-Item. Naja, es ist ein Death-Item, ne? Kann man nicht leugnen. Naja, aber es ist das schlechteste Death-Item, was es gibt. Das ist einfach irgendwie nie was macht. Droppt halt zwischendurch mein Herz, ne? Wenn du 30.000 verlierst, kriegst du ein Herz zurück. Okay, hat sich gelohnt, Guppy's Tail. Und ich hab keine Schlüssel, hat sich richtig gelohnt. Scheiße. Guppy's Tail, wenn man überhaupt keine Schlüssel hat, ist richtig abgefuckt. Okay, ein bisschen Schaden wäre noch ganz nett, oder wenigstens fliegen. Also wenigstens fliegen. Ich habe auch keine Lust, den Geheimraum auf der Ebene zu suchen. Ich suche einfach mal kurz den Supergeheimraum. Weil der ist viel einfacher zu finden. Oh, ach Mensch, das war jetzt schwierig. Ja toll, im Supergeheimraum eine Kiste mit Spinnen. Fick dich! Ich darf nicht so heftig reden, Alter. Freddy, warum haben wir das nochmal gemacht? Was? Gestern Abend. Weiß ich nicht, hat geschmeckt. Also die ersten 3 Teile und dann nicht mehr. Ah, fuck. Ich hab einen Bagger gefunden. Hoffentlich gibt's immer was Schönes. Klar. Damage Up oder ich hatte gestern einen Bagger, der mir richtig viel Geld abgeknöpft hat. Das erste Mal, dass man einen Bagger... Oh, ich hab eine Bagger-Karte vom Bagger bekommen. Eine Bagger-Karte vom Bagger.
Ah ja, HP ab, danke. Mit Blue Baby oh, natürlich das Sinnvollste, was man kriegen kann. Ja, ist immer ein Leben mehr. Ja, wenn ein blaues. Ja, oder? Alter, hab ich gerade viel Schaden in dem Raum hier gekriegt. Das ist ja unchristlich. Hä, hier. Okay. Was ist los? Ich hatte hier gerade diese Larry Junior Variante, die Charge. Also Larry. Ich habe keine Ahnung, wie der wirklich heißt. Und der läuft hier gerade nur als Kopf rum. Also ich habe den hinteren Teil abgeschossen, beziehungsweise irgendwie kaputt gemacht und dann ist er nur ein Kopf rumgelaufen. Ohne ich hatte doch gestern auch einen schönen kleinen Bug, weißt du noch? Ja, das mit der Fliege. Ja, da war ich ein Flieger. Also ich war gestern, werde ich als Special hochladen, habe ich auch schon aufgenommen, war ich einfach nur eine Fliege. Und hatte einen Brimstone. Die Brimstone-Fliege. Als ich dann im Raum weitergegangen ist, war der Bug wieder heile. Das war schade, weil das fand ich ziemlich lustig. Einfach nur als Fliege rumzurennen. Muss ich sagen, habe ich ein bisschen geschmunzelt drüber. Erst habe ich mich gewundert, dann habe ich ein bisschen geschmunzelt drüber. Alter, mein Schaden ist so am Arsch, ne? Ich hab zum Glück einen Roboter, Baby. Es gibt ja drei von diesen, Robo-Augen, ne? Wie heißen die nochmal? Freddy? Was machst du, Stigmata? Sag mal, hörst du mir zu? Ja? Ja, antworten bitte. Was hast du gefragt? Ich hab grad nichts gehört, also... Ah, dieses Internet, ey. Ich hab gefragt, es gibt doch drei Versionen von diesem Laserstrahl, den man schießen kann. Holy Shield! Nice. Welchen Laserstrahl meinst du? Ja, hier, genau den. Technology oder was? Ja, genau, Technology. 1, 2 und 3 gibt's doch, ne? Es gibt... 1, 2 und 1,5. Anderthalb einfach. Nein, 1,5. Ach so, 1,5, okay. Weiß nicht genau, was das macht. Na, Holy Shield macht doch, dass ich jeden Raum einmal Schaden kassieren darf, ne? Ja. Nice. Eins der besten Items. Das ist wirklich eins der geilsten Items überhaupt. Also, Leute, ich bin viel zu laut, fällt mir gerade auf. Balls of Steel, die brauchte ich auch. So eine scheiß Bombe. Ich bräuchte eine Rusty Key. Ja, ich glaube, der hat schon gewirkt jetzt, der Rusty Key. Der Dingens, der Holy Shield. Oh, gegen die Knochengegner bräuchte ich den bestimmt. Drei Stück von diesen Fickern einfach. Jetzt hat er gewirkt. Okay. Oh nein, nicht The Gate. The Gate ist das Hühnchen, ne? Was für ein Hühnchen? Was ist denn The Gate? Ach, der große Kopf. Ja, der große Kopf mit dem kleinen Gesicht drin, also der hat dann noch ein kleines Gesicht im Mund. Mhm. Und der schießt immer diese Jumper weg. Oh mein Gott, der hat auch noch einen Brimstone, Alter. Und ich hab mein Item nicht ready. Den Stomp Unicorn? Ja. Den deiner Combo ist der echt geil. Oh mein Gott, Alter. Vor allem, dass die Kugeln auch noch einen Schaden Mega haben. Fetti, och nö. Nicht den Hurensohn. Ich glaube, Megafetti hat auch Kugeln dabei, die Schaden, also einen Schaden machen, genau wie halt die ganzen Bossgegner. Die schießen können. Irgendwie haben es alle Bossgegner, die schießen können, ne? Nice. Aber nur Holy Water, also ein Haufen Scheiße. Und ich habe keine Bombe, um den Engel zu sprengen. Was macht Holy Water? Wenn du Schaden machst, machst du so eine Pfütze auf dem Boden. Ja, okay, Holy Water ist echt scheiße. Ja, oh, Guppy's Collar. Guppy's Collar ist ganz cool. Chance auf Unsterblichkeit. Ja, für mich ist Guppy's Collar immer so die Chance auf Unsterblichkeit. Auch wenn das eigentlich nie wirkt, dafür brauchst du ja irgendwie Luck ab oder so. Bei mir hat jedes Mal, als ich Guppy's Collar hatte, das gewirkt. Ernsthaft, bei mir noch, bei mir nie. Ich habe es einmal oder so gekriegt. Brimstone-Begleiter für keine Herzen mehr. Dark Matter oder Sister Maggie?
Eigentlich mag ich mein Leben gerade ganz gerne. Ah, der Teufelsraum ist noch da, dann können wir eben nachher nochmal reingucken. Oh Gott, mir wird gerade wieder richtig schlecht. Oh fuck, Alter. Was ist los? Freddy? Freddy! Ach man, ja. Das Internet ist im Arsch. Was ist los? Ja, das Internet ist gerade hart im Arsch. Ich gehe mal kurz nachgucken, bis gleich. Jo, da sind wir wieder, jetzt mit etwas anderer Sprachqualität möglicherweise noch. Und Freddy. Ah, nee, ist wieder gut. Moment mal, ich hatte gerade ein Herz und jetzt habe ich anderthalb. Alter, was für eine Scheiße ist das denn bitte? Ich habe so einen Raum, in dem Stacheln sind und jetzt steht eine Kiste mitten im Weg und ich komme gar nicht drum rum, die Kiste zu öffnen. Außer ich mache mir selbst Schaden. Wheel of Fortune, danke. Ich habe aber nur einen Schlüssel. Ach, ich darf ja einen Schaden kassieren pro Raum. Fuck. Hätte ich mal da wissen müssen. meinst du, soll ein Devil dir mitnehmen? Wieso nicht? Naja, weil es nur dieses 4-Meter ist, dann ist es Sister Maggie. Oder halt den Brimstone-Bud für 2 Herzen. Ich habe nur 2 Herzen. Wie viele Seelenherzen? Oder schwarze? 3,5. Weiß ich nicht. Ich überlebe das schon. YOLO! Jetzt gehe ich nochmal in den Dingensraum, gucken, was da so ist. Gesundheit übrigens. Nochmal Gesundheit. Alter, ist mir schlecht. Mir nicht. Du glücklicher. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen, so komplett. Der Dead Bird. Ha, nicht am Arsch. Nicht für Kuchen, Junge, nicht für Kuchen. Ich habe auf der Ebene gar nicht geachtet, ob irgendwo Steine waren im Kreuz. Ach, Mann. Ich übersehe die sowieso immer, ich sehe die einfach. Ich sehe die eigentlich ziemlich gut, aber ich bin einfach gerade nicht in der Verfassung dazu, die zu sehen. Echt nicht. Ich habe keine Lust, den scheiß Geheimraum zu suchen. Wir gehen weiter. Was zur Hölle? Was ist los? Ich bin hier gerade gegen Pin und auf einmal kommt durch. Achso, wegen meinen scheiß Tränen. Danke, Tränen. Was denn? Ja, Pin ist gerade extrem auf mich zugeflogen. Ich habe mich gefragt, wieso? Also der hat ja normal so eine kleine Sprungweite. Und der ist einfach so über den ganzen Kontinent gesprungen. Ach ja, wegen den Tränen. Mams Pearl, was macht Mams Pearl? Höhere Chance auf Seelenherzen. Oh, das ist gut, das brauche ich. Dann ist es eins der besten Trinkets. Das bringt nur absolut nichts. Also immer wenn ich das habe, dann finde ich einfach gar kein Seelenherzen mehr. Ja, jetzt habe ich hier noch den normalen Magneten. Danke. Ja, deine Schüsse sind halt scheiße. Oh ja, Bomben brauche ich ja auch. Ich muss in diesem Raum jetzt... Ernsthaft? Ja. Mein Beileid. Back of Pennies als erstes Item, super. Ja. Nein. Kannst du gerne tun. Kannst du gerne tun. Ach, Leute, ey, nee. Kann man den Keller irgendwie nicht mehr freigeschaltet haben? Ich hasse den Keller. Ja, vor allem, weil da jedes Mal einfach der scheiß Geist drin ist. Ja, das ist einfach zum Kotzen, ich meine... Das ist einfach scheiße und da sind einfach todesviele Spinngegner. Und Spinngegner sind einfach die schlimmsten. Ich finde die Charge-Gegner die schlimmsten. Spinnen finde ich gar nicht so schlimm. Ich hasse jeden Spinngegner hier. Also, es gibt keinen, der irgendwie cool ist. Also, sie sind alle zum Kotzen, weil die einfach sich viel zu schnell bewegen.
welche scheiß Animationen hat, nicht Animationen, Bewegungsmuster. Ja, keine Ahnung, was ich sag. Ja, das wollte ich sagen. Ja, die haben halt richtig beschissene Bewegungsmuster, ne? Und dann auch diese komische. Oh mein Gott, oh mein, ist doch nur so scheiß Dings in mich reingelaufen! Freddy's Begeisterung. Merkt man auch nur ein bisschen. Wenn es gerade im Hintergrund ein bisschen laut ist, meine Freundin bezieht das Bett. Mit ihm fällt mir noch der Darkroom, fällt mir auf. Mit allen fehlt mir alles. Ich weiß noch nicht, wie ich das mit dem Uploaden mache, weil die Videos einfach so extrem heftig groß werden. Also wirklich, die sind momentan 1,7 GB groß. Ich will eigentlich nicht cutten, weil mich das selber nerven würde, wenn ich so ein Video gucken würde. Außerdem werden die dann immer noch 900 fast groß. Ja, also ich cutte die und lade die einfach mal gleichzeitig hoch, dann kann ich das besser noch einteilen. Also ich versuch's jedenfalls, die gleichzeitig hochzuladen. Möchtest du nicht noch ein bisschen lauter sein? Danke! Bitte! Mach ich doch gerne, Schatz. Das Schlimme ist, das ist ihr Ernst. Was hast du, Freddy? Nochmal Keller. Erstmal schön restarten. erstmal schön die Windstreak runter machen. Ja, meine Windstreak geht sowieso nie hoch. Ich hab keinen Schlüssel, ey. Abgefuckte Scheiße. Meine Windstreak ist sowieso gerade auf minus 1. Gute Windstreak. Ich gestorben wäre. Ja, ich glaube, die Dings kann man mitnehmen. Das ist die Uhr. Hourglass. Alter, einmal den Scheiß benutzt und schon im Arsch. Ah, entweder ich nehme Fliegen mit oder ich nehme den Crystal Ball mit, womit ich einmal die ganze Ebene aufgedeckt kriege. Aber ich habe die Karte. Aber der Crystal Ball macht mir auch Herzen. Ja, keine Ahnung mehr. Was für ein Fliegen hast du denn? Ja, einfach nur Fliegen. Blaue Fliegen, Guppy's Head. Achso, ich dachte Fliegen gerade als... Fliegen würde ich niemals liegen lassen, echt nicht. Schon mal gemacht. Bestes Item der Welt. Das lasse ich ja nicht mal liegen, wenn ich. Ha, das Stein habe ich gesehen. Das Stein, oh Jan. Da Deutsch schon wieder. Wenn ich dem sein Deutsch schon wieder höre, ey. Tausende kleine Spinnen. Ist dann wirklich gerade 20 Stück oder so. Zombie ist doch mal in einem Raum voller Spinnen gestorben, oder nicht? Keine Ahnung, ich guck nicht jedes Zombie-Video. Raus! Boah, als Gegner, das ist natürlich mies. Boah, geht. Ich hasse Gegner, die auf mich zuchargen. Ja, nur einen Teil, aber ich hab den Meat Boy schon. Dann kriegst du vielleicht sogar den anderen Meat Boy. Ich hatte noch nie Meat Boy, komplett. Oder halt Bandit Girl. Ich hatte ihn schon mal, aber das war im alten Eisreg. Ich bin zu langsam für den Ficker. Er ist tot, ja, Meat Boy 2. Oh, jetzt habe ich schon die Kugel um mich rumfliegen, so weit war ich noch nie mit Meat Boy. Ja, genau, das Ghost Baby für 3 Seelenherzen, oder? Ich lasse es einfach. Ich habe keinen Schlüssel die Ebene gefunden. Ich kann die Goldraum nicht mitnehmen. Was für ein Fick? Ich hasse es, wenn ich den Goldraum nicht mitnehmen kann. Ich hab doch Spiel beendet. Ernsthaft? Ja, ich hatte keinen Bock mehr. Ja, stimmt, du beendest wegen vielen Sachen schnell mal das Spiel. Ja. Komm, schon ein super Geheimraum, bitte den Schlüssel. Eternal Heart, fick dich. Ich will kein dreckiges Eternal Heart. Ja genau, Widow, spuck halt alle deine scheiß Dreckspinnen direkt am Anfang aus. Ja, ist nicht so, dass es mich ankotzen würde. Ja, oh ein Schlüssel! Ha, ha! Ich hab den Automaten einmal benutzt, er ist explodiert. Geht's nach Bullshit? Mm-mm, mir ist schlecht. Meine Freundin hat gerade gefragt, ob es mir gut geht. Falls man das nicht gehört hat. Und ich übersteuere bestimmt gerade maßlos. Wahrscheinlich. Old Mushroom. Oh, Damage Up. Damage Up ist immer super. Unten. Ha, ein Herz. Mhm. Nice. Alter, Freddy. Ja. Hier ist so ein Abgrund, ne? Mhm. Und auf dem Abgrund liegt ein Herz.
Kannst du nicht schweben? Ich kann es nicht einsammeln. Das ist traurig. Ah, oh, guck mal, Bombenspinnen. I. Was? Das Bonbon. Sorry. Ah, nicht zu entschuldigen. Ah, super. Nochmal Run neu starten. Hauptsache Freddy startet jeden Run einfach neu. Ja, was soll ich machen, wenn ich irgendwie mit einem Herz da rumlaufe? Hab ich keinen Bock dazu, wenn da so scheiß Gegner kommen. Machst du das auch im LP? Nö. Guter Junge. Im LP habe ich immer gute Runs. Immer. Ich habe jetzt zwei Videos aufgenommen, beide Runs waren geil. Du musst mal wieder ins Aufnehmen. Nö. Ich muss gar nicht. Und runter mit mir. Alter, ich hab wieder zwei normale Herzen. Geht doch schon, aber schon wieder ein verfickter Keller. Ich bin in einen Schuss reingelaufen, kurz zum Restart schon wieder. Du Baby, ist einfach so scheiße. Wenn du da einen Fehler machst, dann gehst du halt Run vielleicht gleich im Arsch, weil einfach dieser Charakter zum Kotzen ist. Ja, Blue Baby ist wirklich so der Charakter, mit dem man eigentlich nicht spielen will. Wenn man spielen muss, weil man den verfickten D6 für Isaac haben will. Na gut, der D6 ist einfach komplett OP. Kann man nicht anders sagen. Oh, Pin. Ich hasse Pin. Ich hasse Chub. Pin ist ein richtiger Schwanzlutscher. Der Missing Page. Was macht der Missing Page? Das ist ein Trinkel, wenn du Schaden bekommst, besteht die Chance auf einen Necronomicon-Effekt. Danke, will ich nicht. Ich will keinen Schaden bekommen. Nein, du kriegst keinen Schaden. Also wenn du... Was hast du sonst als Trinket? Mom's Purse. Nein, Mom's. Ach, Perl. Perl. Perl, okay, ja, das Mom's ist geil, das alte Tiershot ab und zwei Seelenherzen. Nee, Tier, nicht Tiershot, das war Tier. Einfach Shotspeed? Ich weiß nicht. Ich glaube nur mal als Tiers ab. Oh, guck mal, Pride. Vielleicht kriege ich aus Anarchisten-Kochbuch. Freue mich schon drauf. Das ist richtig gut, ey. Von der richtig dumm. Pride kann sich mit seinen Bomben nicht verletzen, aber Bomberman. Ja. Pride ist, finde ich, der einfachste von den sieben Sünden. Nee, ich finde Glatz ihn, glaube ich, leichter. Ja, aber auch nur, wenn er auf so einer Insel steht und nicht frei im Raum rumläuft. Nee, das finde ich noch besser, weil dann besteht die Chance, dass man das Item auch bekommen kann. Nicht so, wie wenn man ein Herz hat und da kommt man da nicht ran. Ich hatte ja, bei meinen früheren Runs so zwei Items, die waren einfach von so diesen schwarzen, nicht wegsprengbaren Steinen umgeben und die lagen einfach so offen im Raum rum, aber ich konnte nicht fliegen, also kam ich nicht rangekommen, das war so zum Kotzen. Ja. Volle Herzen jetzt erstmal. Und da hinten ist der Goldraum, ja, super, da will ich hin. Ich habe nämlich so toll viele Schlüssel ein. Der Magnet, danke. Ich habe 5 Schlüssel. Item Snatcher. Ich habe leider keine 5 Schlüssel. Ich habe 2 Bomben, 32 Münzen und keinen einzigen Schlüssel. Ich habe eine Münze, 2 Bomben und 5 Schlüssel. Und The Poop als Item. The Poop, bestes Item EU. Hat zum Glück startet, ja, Baby mit so einem guten Item. Ja. Das macht Blue Baby eigentlich noch schlimmer. Ja, aber es besteht die Chance, dass was aus der Kacke rauskommt. Ja, aber ansonsten noch nichts. Ja, du kannst es als Schutz benutzen. Das hatte ich schon mal in Dinglefights oder so, dass ich das benutzt halt unter. In Dinglefights benutze ich es auch immer als Schutz. Obwohl Hast Dingle du ja auch überhaupt schon? Oh Mann, nee, man kann ja Poop auch einfach so finden. Ich würde gerade sagen, man kann Poop doch einfach so finden. Ja, aber wenn man das findet, dann ist es meist schon so der Zeitpunkt, wo man es nicht mehr braucht, weil man schon ein richtiges Item hat. Ja. Wow, The Lovers, danke dafür. Was? The Lovers, die Karte. Ach so, Herzen. Yep. 2 Herzen, ne? Ja. Wenn dann wenigstens noch die Chance bestehen würde, dass es ein Seelenherz wird. Mhm. Wieso zieht der Magnet keine Herzen an? Macht der nicht? Nein. Keine Ahnung. Weil ich voll bin vielleicht? Ich glaube, weiß nicht. Eigentlich sollte der das machen. Ich hab nicht den Broken Magnet, ich hab den richtigen. Oh, ich geh gleich auf jeden Fall. Boah, ja, fick dich doch. Nein, ist erstmal den Holy Shield gefunden. Feuer, ja. Feuer, ja. Freddy feiert sein Leben.
Ja, ich habe ihn einfach in einem ganz normalen Itemraum gefunden. Ich auch. Ja, das ist einfach. Ich kann hier erstmal schön jeden Dingsraum mitnehmen, Stachelraum. Hallo. Warte mal kurz, hat geklingelt. Heil. Hallo. Dem Fischi. Ich bin wieder da. Leon war an der Tür. Und wollte sich eigentlich nur erkundigen, ob wir Titan Quest zocken. Was ja leider nicht funktioniert. Habe ich ihm auch gleich erstmal gesagt. Ja. Toll gemacht, Fischi. Toll gemacht. Eine Walls of Steel Pille gefunden und genommen. Ich habe übrigens die satanische Bibel gefunden. Aus einem Item. Aus einem Devil Deal. Die hat 3 gekostet. 2 schwarze Herzen lagen daneben. Und dann konnte ich mir einfach das nochmal schnell geben. Ein Herz oder so. Oh, Stachelraum The Mark. Nehmen wir natürlich auch mit. Ja, The Mark ist halt echt nice. Super, ein Steam Sale in Depth 2. Danke. Ich bin gerade Katakomben 1. Mir ist ein bisschen kalt. Kommt vielleicht davon, weil ich hier oben ohne rumsitze und gerade draußen war. Und wir irgendwie minus 6000 Grad haben. Nein. Ich habe es Giftbomben, Giftschüsse. Also ich hasse den blauen Larry. Ich glaube, er heißt nicht Larry, ich glaube, er heißt Larald. Larald. Hallo, Larald. Meinst du, Schlüsselraum lohnt sich? Weiß ich nicht. Nicht Schlüsselraum, sondern Buchraum. Keine Ahnung, kann die Bibel drin sein? Ja, die kann aber auch nur Marmorn hinten. Oh mein Gott, falls ihr das jetzt noch nicht wusstet. Komm schon. Ich bräuchte mal einen Automaten oder sowas. Ich hab mir voll viel Geld. Ich geh mal rein. Book of Belial, glaube ich. Ja, Book of Belial. Und Teleport for Dummies. Teleportie für Dummies. Beide schlecht. Nein, Book of Belial ist mega geil. Ja, findest du? Aber im die Gegensatz. Die einfach mal extrem hoch. Aber im Gegensatz zu einem Item, was mir die Karte aufdeckt und Herzen oder Schlüssel gibt? Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich würde dann das Dings behalten. Ja, ich weiß halt nicht. Wie viel Damage habe ich denn? Achso, 2. Okay, also nehmen wir das Damage ab mit. Gute Entscheidung. Vor allem, weil das Book of Belial ja nur noch 3 Aufladungen braucht. Ich habe auch nur so 3 Damage, obwohl ich so Mark aufgehoben habe. Ich habe auch sonst nichts, glaube ich. Außer, also ich habe noch den Giftschaden, der einiges rausmacht wieder. Ich wollte gerade sagen, du hast auch Giftschaden. 2 Feuer in die Luft sprengen. Ja, noch ein Herz. Jetzt kann ich kostenlos in den Raum gehen. Tour of Spades. Ich habe Tour of Hearts. Ich bräuchte Tour of Spades und dann bräuchte ich Schlüssel. Ich komme ja sowieso kostenlos in die scheiß Räume rein. Wieso? Weil ich Holy Shield? Ja. Und habe ich ja auch. Lockdown, fuck. Ich habe 2 Lackabhüllen, weil ich habe mir PhD geholt und ja. PhD ist geil. Mit PhD gewinnst du eigentlich fast jeden Run. Du könntest mit dem Holy Shield die Blood Donation Machine verarschen. Ja, indem du immer wieder rein und rausläufst, ne? Funktioniert das? Mit der, also funktioniert der Holy Shield bei der Blood Donation Machine? Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Ich hab keine. Sonst hätte ich schon probiert. Und ich hab keine Kate hier. Ich habe übrigens gerade diesen beschissenen Gegner da, der immer so aus dem Boden rauskommt. Und wie du gestern gesagt hast, den hast du voll. Ja, der ist richtig zum Kotzen, Mann. Ja, die habe ich gerade als Bossgegner. Ich mache gerade einen Marmkampf. Und laufe natürlich ein bisschen in sie rein. Weil ich das mag. Das macht Spaß. Oh, ich bin getroffen. Ich darf ihn nicht nochmal treffen lassen. Alter, das Damage aber ist schon ziemlich krass, ey. Ja, 2 Striche mehr. Einfach also, einmal doppelt so viel Schaden. Koffeinpille? Nochmal Luck up. Was ist denn eine Koffeinpille? Diese kleine weiße Pille da. Was macht die? Size down? Ach, Speed die up. Ist das! Ich hab mir den Namen von der durchgelesen. Alter!
Dark Boy achieved. Nice. Ja, mit dem Honey Shield ist auch nicht allzu schwer. Stuff! Pinky Eye? Ist ganz nice, ne? Chance auf Gift drehen. Nochmal Balls of Steel. Judgment wird natürlich direkt gespawnt. Nee, spawn nicht in der nächsten Ebene. Scheiß drauf. Oder nehme ich Balls of Steel mit? Balls of Steel. Diese auf der Seite liegende 8 mit der Dingens ist Brimstone, ne? Auf der Seite liegende 8 mit dem Dings da oben, ja, das ist Brimstone. Okay, dann nehme ich erst einen Dark Bum mit für ein Herz und dann nehme ich den Brimstone für 2 Herzen. Jetzt also mache ich ein bisschen Schaden. Also Brimstone und Dark Bum ist so gewonnener Run, würde ich sagen. Ja, ne? Mit dem Book of Belial noch. Ja, so kann man machen. Und Judgment ist noch dabei und ich habe noch 6 Millionen Münzen. Ich habe 12. Ist das Pinky Eye besser als dieser? Ja klar, jetzt kriege ich ja kostenlos Seelenherzen. Schwarz. Kriegt man Seelen oder schwarze Herzen? Beides. Gibt's auf irgendwas? Oh nein! Ein Teufelbagger. Was? Nochmal? Gibt's auf irgendwas eine höhere Chance oder? Nein, ich glaube nicht. Nein, nicht Mams Hände. Alright, Wish, jetzt bin ich extrem schnell. Ich hätte gerne nochmal ein Damage oder so. Hier rein. Ich liebe den Brimstone einfach. Broken Remote, danke. Es hat sich nicht gelohnt, hier reinzugehen in den Raum. Alter! Ich meine, ich krieg zwar keinen Schaden durch den Raum jedes Mal, wenn Mami mich packt, aber. Mami nervt. Jetzt fehlen mir nur noch Schlüssel und der Run wäre echt gewonnen. Oh mein Gott, ich hab vielleicht meine Schüsse vorher einsetzen, dann fällt mir meine Schüsselkarte. Ich hab ja. Mir fällt jedes Mal auf, dass der Brimstone richtig geil ist. Brimstone ist mein Lieblings-Item. Ja, meins auch. Das ist einfach so richtig schön OP. Was? Der kleine Meat Boy schießt sogar? Ja, klar. Das wusste ich nicht mal. Profi. Schade, hab einmal Schaden gekriegt. Und der dritte läuft hier dahinterher und greift dann random Gegner an. Ja, das weiß ich. Der vierte macht ihn einfach nur größer. Es gibt einen vierten? Ernsthaft? Ja, alle vier Reiter. Ja, aber ich wusste nicht, dass du von dem viermal auch den Scheiß bekommen kannst, dass das was bringt. Doch, du kriegst es immer von den Reitern. Du musst halt nur alle vier in einen Run bekommen und das ist halt scheiße. Ja, du kannst ja auch hier Ball of Bandages kriegen. Ja, aber ich glaube, wenn man eins schon hat, dann ist die Chance höher, dass man es nicht bekommt, das andere. Ich hätte gern noch ein Dingens. Speeddown Pille, danke. Der Little Brimstone. Nein, der. Der Bambat kann, glaube ich, auch Schlüssel droppen. Hoffe ich doch. Ah, der Dark Bum oder der Bambadi? Der Dark Bum, es gibt keinen Bambadi. Es gibt einen Bambadi. Den kenne ich nicht. Das ist der kleine Bettler. Der kleine Bettler ist einfach nur der Little Bum. Ja, es gibt Dark Bum und Bum Buddy. Also, der heißt nicht Bum Buddy. Wie heißt der denn? Little Bum einfach nur. Ja. Ich glaube, ich kann gleich nachgucken. Platinum Gold ist noch offen. Ja auch. Ja, dann guck kurz. Mein Gott, Alter, ich hasse Dark One. Mit seinem scheiß Charge-Angriff, wenn er am Dunkeln ist, dann sehe ich den nie. Ja, weil es einfach dunkel ist. Hab ich ein Glück, dass ich ein Schild habe, ey. Hier steht eine Dark Blood Donation Machine, du weißt hoffentlich, was das heißt. Nein, funktioniert nicht. Aua. Da sind noch Krampus. Wenn ich Krampus hätte bekommen, wäre die sauer, weil ich will meinen. Meine satanische Bibel nicht wegschmeißen. Ich wollte gerade sagen, Krampus hält es aber ziemlich gut. Ja, aber die satanische Bibel ist einfach mit Blue Baby geil, weil du hast. Ja, genau! Ich nehme jetzt bestimmt Bob's Brain mit. Hm. Oder ich unterschreibe einfach gleich beim Satan, dass er mich umbringen darf. Bestes Item EU. Oh mein Gott, ich hab mir auch Schaden bekommen, Alter. Weil ich einfach zu schnell bin. Zwei Bomben? Übrigens, das ist Krampus Head. Wenn man den Brimstone hat, dann schießt Isaac nicht mehr. Also der andere Amnesie. Der andere Isaac. Und
So. Falls man das noch nicht wusste. Wie lustig einfach, wenn ich mit meinem Little Brimstone-Begleiter direkt nebeneinander stehe, dann habe ich so einen mega breiten Brimstone. Ich habe 30 Bomben, weil ich das Bomben-Trinket habe. Doppelt, danke. Die Gurglings einfach. Und ich kann immer noch nicht fliegen. Ich auch nicht. Boah, Schlüssel und Scheiß. Der Dark Bunk, nein, der. Doch, der Dark Bum heißt er, ne? Kann auch Spinnen auskacken. Ja, seit wann? Seit dem Patch. Seit dem Patch kann der gute und auch böse Spinnen auskacken. Der ist genervt worden. Blue Cap. HP, Tier Speed. Tier Speed down. Und The Mark? Wo findest du die gerade? The Mark habe ich gerade im Teufelsraum gekriegt. Okay. Habe ich schon den Raum drin? Ich glaube nicht. Nee. Okay, wir gehen weiter. Weil ich keine Lust habe. Oh, ich habe nicht mal meinen Damage abgebraucht beim Bosskampf. Ich hatte diese kleinen hüpfenden Haufen. Diese Glibbermasse. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie die heißen. Der Part geht schon wieder bestimmt eine Stunde oder so, Alter. Hä? Ich habe gerade einen Schaden bekommen. Okay. Obwohl ich in den. Ich bin gerade in den Stachelraum gelaufen. Irgendwie hat sich mein Schild nicht richtig aufgebaut. Hattest du vielleicht Schaden in dem Raum davor gekriegt? Ich bin gerade in die Ebene gekommen. Achso. Und übrigens, der Dark Bum wurde auch insoweit genervt, dass der jetzt zwei komplette Herzen braucht anstatt anderthalb. Oh ja, mach ruhig das Spiel kaputt, ja. Ja gut, der Dark Bum ist halt echt OP, ne? Ja und? So schön. Also Sommel sagte, ja, der Dark Bum, der ist jetzt für mich so komplett nutzlos geworden. Ich denke mir einfach, Junge, so viele Herzen, wie du immer auf der scheiß Ebene rumliegen hast. Du brauchst den Dark Bum einmal und du bist unsterblich. Wir spielen übrigens gerade ein bisschen unser Geld weg, weil wir so viel haben. Ich sollte das vielleicht lassen. Ich habe gerade drei blaue Herzen und der Rest sind alle schwarze. Ich habe eine komplette, also warte mal, 6, 7, 8, 9 blaue Herzen und 3 schwarze. Ich habe einfach Full HP. Und ich muss gleich Varro gucken. Envy! Ich weiß gar nicht, ob Envy noch diese kleinen blauen Köpfe verlieren kann, bei denen man angeblich was kriegen soll, wenn man die als letztes killt. Gibt's nicht. Gibt's nicht mehr, ne? Du kriegst einen Champion. Ja, aber dann sind alle Köpfe blau und du kriegst trotzdem nichts. Ja. Ich wäre gerade fast über die Stacheln gelaufen, wo mir das dann einfiel. Oh, nee. Oh, nee. Scheiß Augen, Alter. Ficker. So, jetzt muss ich einmal kurz. Die Schokolade ist schlecht, ne? Die lässt einen pupsen bei Schaden. Glaube ich. Die lässt einen random pupsen, glaube ich. Oh ja, Guppys Collar. Und ich bin Guppy. Oh, das erste Mal. Nice. Freddy? Ja? Ich habe keinen Körper mehr. Gut. Wieso habe ich keinen Körper mehr? Wie, du hast keinen Körper mehr. Ich hab keinen Körper mehr, ich hab nur noch meinen Kopf mit den Hörnern und Guppys Collar und darunter ist nichts mehr. Ist doch schön. Total! Hast du das Spiel wirklich kaputt gemoddet? Hast du dir einen Zombie eingebaut? Hast du dir einen Zombie eingebaut? Ja, vielleicht. Ja, der Körper kommt aber auch nicht wieder! Ist das ein Problem für dich? Ein bisschen.
Eternal Life, zweimal Fragezeichen. Au. Oh. Brimstone Spin. Oh, super. Ein Item, was mir Schaden macht. Ist das hier jetzt schon Utero 2? Scheiße. Ja, dann verspielen wir noch unser gesamtes Geld, ne? Ach, da unten war ich noch gar nicht. Ich bräuchte nur ein bisschen höheres Luck. Weil mein Luck ist komplett unten. Mein Luck ist 3, glaube ich. Ja, meins ist immer noch 1. Komm, mal schnell nachgeguckt. Ich habe den Goathead gesammelt, ne? Dann müsste ich ja jetzt noch einen Devil Deal kriegen und zu Satan dürfen. Mit der Kombi sollte ich Satan vielleicht knapp schaffen. Mit Glück. Könnte klappen, ne? Könnte klappen. Bisschen. Und nochmal Luck ab. Ich sammle erstmal den Dark Bomb hier, alle Herzen aufsammeln. Sind ja nur noch 600 auf der Ebene. Ich will auch einen Dark Bomb haben. Aber er bringt mir irgendwie nichts mehr. Wieso? Weil mein Satan-Spiel gut genug ist. Okay. Und das ist noch mein Holy Shield. Fuck, auf der Ebene ist kein Einzahlungsding. Erstmal sprengen wir den Automaten in die Luft. Ja, die Batterie nehme ich auf jeden Fall mit. Noch eine Luck-Abhülle, nur damit ich mehr Luck habe. Los, nimm sie dir. Ja, der Dark Bomb gibt's auch. Was? Es hat mir gerade anderthalb Herzen gegeben. Also ich hatte ein halbes schwarzes Herz hat mir gefehlt und dann habe ich meine satanische Bibel eingesetzt und dann hatte ich ein blaues Herz weniger und das halbe Schwarz wurde auch abgefüllt. Okay. Ich habe gleich keine Fliegen mehr. Alter, mit keinem Luck zu spielen macht keinen Spaß. Aber ich habe hier jetzt noch 4 Seelenherzen rumliegen. Insgesamt auf der Ebene habe ich mindestens 4, 5, 6, 7, 8 Seelenherzen rumliegen. Oh, ich habe jetzt 12 schwarze Herzen. Okay. Ich bin ein böser Icehack. Beziehungsweise Blue Baby. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ich habe jetzt gerade 8 mal Schaden gemacht an der Blood Donation Machine. Okay. Oh, super, es ist doch noch der andere Dark One. Der mit Bandagen. Ah, der die ganze Brimstone schießt, der macht natürlich Spaß. Weil der nicht unfair ist oder so. Weil er kann ja auch einfach hochspringen. Da macht er ganz viel Schaden mit seinen komischen Steinchen. Ich mache ihm gar keinen Schaden. Ich könnte nochmal spenden gehen. Herzen saugt man nur an, wenn man welche braucht. Okay. Ich gerade rausgefunden. Also, der Dingens könnte da sein. Oh, er ist sogar da, danke. Oh, noch ein Seelenherz. Ich könnte noch zweimal spenden gehen. Eine Amnesia-Pille? Ne, eine Balls of Steel-Pille. Oh, warte mal, ich kann noch 2, 3, 4 mal spenden gehen. Nice. Viermal. 1, 2, 3, 4. Diese scheiß Spinne, ey. Alter. Ich kann nochmal. Was? Balls of Steel gibt 3 Seelenherzen? Eigentlich nicht. Hast du irgendwas, was das vielleicht erhöht? Keine Ahnung. Ich habe ziemlich viel Stuff. Okay, an den Automaten gehen wir wieder, wenn ich Mom besiegt habe. Und ich habe noch einen Bettler.
Wow, super Greed, danke. Das Schlimmste an Super Greed ist einfach, dass er diese Greed-Köpfe spawnt. Ich hasse die. Ich hab Mann besiegt mit 2 Herzenschaden. Ich hab gerade 3,5 Herzenschaden bei dem Dark One gemacht gehabt. Super Secret Room, ich keine Ahnung, wo er sein kann. Vielleicht hier unten. Wo ist hier unten? Hab ich irgendwie höheres Luck jetzt? Nee. Ich habe mal Bock, einen richtigen OP-Run zu machen mit irgendwie so einem Mod oder so. Mach halt. Es gibt halt echt richtige OP-Items. Achso, wenn man auf die Ebene kommt, hat man übrigens den Schild nicht. Okay. Also du musst erst einen Raum, also aus dem Raum rausgehen. Also dann hast du erst im nächsten Raum, aber im Startraum hast du den Scheiß nicht. Ja, wahrscheinlich, wenn man beim Bosskampf Schaden gekriegt hat, weil es nicht als Tür angesehen wird. Ja, aber ich bin vorher noch mal die halbe Ebene gelaufen. Okay. Also, das lädt sich, also der Schild lädt sich ja nicht auf, der ist ja immer am Anfang erst raus bereit, da muss man nicht viel kämpfen oder so. Alter, ich habe jetzt 14 Schlüssel. Hör auf, mir Schlüssel zu geben. Gib mir lieber Herzen. Ja, Herzen. Wieso soll ich keinen Schlüssel haben? Ich 14 Stück hab und nur noch Satan machen muss. Ja, Alter. Boah, du Balls of Steel Pille, danke. Ich hab volle Leben. Ich brauch mehr Leben. Ich gehe gerade an dem Blutautomaten spenden, weil ich endlich mal den Bloodbag freischalten will. Den großen. Schaltet man eigentlich irgendwelche Items frei, wenn man den End-End-Boss besiegt oder nicht? Weiß ich gar nicht mehr. Du hast auch den Part geguckt. Ja, aber ja, er hat dann was freigeschaltet, aber das hat er, glaube ich, durch Blue Baby bekommen. Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen, er geht lieber zu den Polaroid-Weg anstatt den Negativweg. Ja, er sagt, weil er in letzter Zeit so oft den Negativweg hatte. Das war aber vor 6000 Folgen. Was ist denn das? Achso, Ludwig-Co-Dings. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Wenn ich jetzt so einen Brimstone bekomme, dann habe ich wieder den roten Ring. Ja. Aber das muss ich erstmal schaffen. Kriegt man den mit dem normalen Brimstone auch genauso? Ja. Okay. Naja, ah, super, er hat mir das Fliegen-Liebe-Item gegeben. Danke. Brauche ich in der Ebene auch noch. Ficker. Okay, ich kann noch 4-mal spenden gehen. Vielleicht auch noch mehr. Ja, genau, ein Eternal Heart. Will ich ein Eternal Heart? Warum nicht? Weil es mir nichts mehr bringt. Doch, hast ein halbes Herz mehr Schaden. Ja, aber ich habe volle Herzen. Ja, und? Ja, und ich will kein rotes Herz. Ja, dann nimmst du nicht mit. Weil ein rotes Herz bringt mir nichts. Oder was bringt mir deiner Meinung nach ein rotes Herz? Du kannst es aufladen. Mit Herzen. Okay, ich habe jetzt volle Herzen, ich habe die Balls aus die Pille und mein Ding ist auch schon wieder bereit, meine satanische Bibel, also. Wie viel muss man einzahlen, damit man den Dingens freischaltet? Was? Den. Hier, Mensch, den Kappes-Dings-Zeug da. Das hilft mir keineswegs weiter. Den Bloodbag. Bloodbag, keine Ahnung. Ich habe den, glaube ich, einfach so bekommen. Also, ich habe da. Nein, den musst du wirklich freischalten. Mit der ja? Blood-Donation-Maschine, ja. Dann weiß ich doch nicht. Du musst erst eine gewisse Zeit donaten gehen und dann kriegst du den. Keine Ahnung. Oh, ich kann den Kampfraum machen. Was? Ich habe den Kampfraum noch nicht mehr gemacht? Was bin ich denn für ein Wichser? Die 1 rerollt die Items, ne? Ah, jetzt kriege ich natürlich so einen Scheiß. Die 1 rerollt die Items. Und ich glaube auch die Items, die du hast. Wieso? Was ja, los? Ja, Arsch. Ja, dann mach ich das nicht. Die 1 und die 6 sind scheiße, außer du hast richtige Scheiß-Items. Ja, also mit Ludwig-Technologie, meiner satanischen Liebe bin ich. Was macht der goldene Schlüssel? Der Golden Key? Als Item, Mom's oder? Key. Lass es nur. Achso, ich krieg jetzt 2. Mom's Key? Lass, glaube ich, mehr Schlüssel droppen. Weiß ich aber nicht. Also du kriegst auf jeden Fall 2 Schlüssel. Ja. Guck halt schnell nach. Spende ich noch schnell.
Ich kann ja leider nicht mehr spenden. Ich habe kein Geld mehr zum Spenden jetzt. Ich habe noch 31 Münzen. Spendest du für mich mit? Ich habe keine. Ja, so, ja, kann ich machen. Spendest du für mich? Ich habe keine. Ja. Ich dachte, spendest du für mich, ob ich jetzt meine Münze für dich spende? Weil das ja auch geht. Ja, das wir müssen geht. Mal gucken, dass wir zu zweit zocken. Das ist ein Koop-Modus, ja geil. Ja, gibt's ja für PlayStation. Ja, den gibt's auch für PC. Ja, aber der ist scheiße. Ja, denselben gibt's auf der PlayStation. Nein, auf der PlayStation gibt's einen optimierten über Play. Was soll ja, ich da kannst du online spielen, das war's. Ja, genau, ein Kumpel. Und beim normalen, also bei dem Computerzeug, läuft das ja so, dass man über eigentlich nur eine Übertragung von dem Bild hat und halt zocken kann. Das ist halt ein bisschen langsam. Das heißt, bei unserem Internet würde das nicht funktionieren. Nie im Leben. Klar. Wenn das bei Leuten wie Zombie und Modaro schon laggt. Oh, super Pride. Danke. Danke. Ist das fast in die Kiste gelaufen? Das ist doch ein anderer Super Pride, oder? Bestimmt. Ich geh jetzt zu Satan. Ja, ich hab's die Affenhand. Nee, die linke Hand. You unlock Challenge 6. Solar System. Die ist richtig scheiße. Ja? Da hat man dieses komische Item, ne? Wie heißt das hier? Tiny Planet? Nee, da hast du drei Fliegen oder so um dich rum. Und kannst nicht schießen? Ja. Oh, ich hab die Mom, die nix baut. Nice. Horseless, Headless, Rider. Hallo dämonischer Isaac. Ich finde scheiße, dass man das Polaroid jetzt, dass man davon ein Item nicht mehr weniger hat. Welches Item hat man dafür weniger? Ja, bei Moms hat man doch sonst immer dann ein Item. Ach ja. Das finde ich irgendwie scheiße. Ja, schön ist es nicht. Die Effekte von den Polaroid und Negativ sind auch nicht so super. Was machen die nochmal? Weiß ich nicht ganz genau. Ich glaube irgendwas, wenn du ziemlich wenig Leben hast, dass dann irgendein Effekt kommt. Ja, bei einem halben Herz kriegst du den Dingens-Effekt. Super, schon mal drei Seelenherzen auf der Ebene noch rumliegen. Dann nehme ich jetzt mal das Polaroid mit. Und mal den Devil Deal. Oh, Dark Bum nehme ich. Dead Cat auf gar keinen Fall. Fünf. Wieso, wie viele normale Herzen hast du? Voll. Normale Herzen? Ja, keine, ich bin Blue Baby, weißt du noch? Ach so. Ja, dann bringt dir Dead Cat ja nicht mal was. Ja, das nimmt mir all meine Herzen weg, das nehme ich das nicht mit. Ich habe noch 6 Herzen auf dieser Ebene, Alter. Kriegt man ein Achievement dafür, die Ebene ohne Schaden zu kriegen? Welche? Ja, die Teufelsebene, Sheol. Ich glaube, aber ich weiß nicht welches. Also auf jeden Fall kriegt man eins für die Super-Ebenen. Und ich habe die Seelenherzen jetzt einfach mit 2 Balls of Steel Pillen wiederbekommen. Jetzt mache ich die Herzen auch noch schwarz. Habe ich jetzt auch gerade gemacht. Boah, dass diese Viecher immer eine Schutzzeit am Anfang haben. Aber ja, du hast auch eine ganz kurze. Und in der Zeit kannst du auch nicht, also kriegst du auch nicht von den Schaden, wenn du die reinhältst irgendwie. Ja, aber die ist halt auch nur ganz kurz. Ja, besser als nichts, ne? Nee, ich finde nichts besser. Mal, das ist mir schlecht. Ich glaube, ich mach mal gleich eine Pizza oder so. Pheromone. Telepillen. Ganz schlechte Idee, Jan. Ganz fishy. Wer ist Jan? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, der Name fällt mir nicht mal. Doktor fishy? Mhm.
Die Scheiße. Oh, ich kann jetzt zwei Trinkets mitnehmen. Geil. Ich habe jetzt die linke Hand und das eine höhere Chance auf schwarze Herzen kommt. Okay, ich habe jetzt hier noch eine Telepille rumliegen und dreimal Pheromone. Also machen wir jetzt mal Satan mit Pheromonen und Book of Belial. Okay, erste Phase ist tot. Zweite Phase ist tot. Fuck, hab Schaden gekriegt, scheiße. Der gelbe Chub ist nur schneller, oder? Ja, und hat weniger Leben. Okay, Satan ist tot. Mein Dark Bum hat mir gerade nochmal zwei Seelenherzen gegeben. Mein Dark Bum hat einfach noch nichts gemacht, weil er einfach keine Items bekommt, keine Herzen bekommt. Wieso nicht? Weil ich keine finde. Ach, jetzt verstehe ich, warum mein Körper ist wieder da. Aber er ist nur ganz, ganz klein unter dem Halsband. Unter meinem Riesenkopf sieht man den kaum. Ich sehe meinen Schwanz da hinten rumwedeln. Ich sehe meinen Schwanz da hinten rumwedeln. Zitat von Fischi. Zitat Fischi 2014. Die Scheiße im Wampus bei diesen Gegnern, die sich immer verstecken und die da, dann musst du die mit dieser Ludwig-Technik da treffen. Und meine Tränen sind nicht gerade so schnell. Okay. Das sind meine Tränen, ne? Ja, Ludwig ist eigentlich nur eine eine geilere. Oh ja, ein Keybagger, den nutze ich noch aus. Eine geilere Art des Tiny Planets. Ja, nur das Tiny Planet komplett nutzt es und das Teil einfach nur cool ist. Genau. Nein! Vor allem, die haben so. Also, das Teil hat so gar nichts eigentlich mit dem Tiny Planet zu tun. Ich hab den Brimstone mit dem Hookworm. Was? Hookworm. Hookworm? Der Hookworm. Ich weiß nicht, wer das ist. Das ist der, der ja alles zu so einem Haken macht. So. Achso. Zickzack. Zickzack-mäßig, ey. Langsam könnte man mir aber mal anrufen, dass sie zu real ist. Und Ende. Mom's knife had appeared in the basement. Okay. Hatten wir noch nicht. Okay. Ja, jetzt haben wir dann. Eine Zeit lang richtig aufbekommen. Dann haben wir mit Isaac jetzt Mom's Heart und den Devil. Und dann. Machen wir beim nächsten Mal. Ich habe Magdalena immer noch nicht freigeschaltet, Alter. Dann machen wir das nächste Mal mit Judas. Ja, das gleiche. Bis dann, tschüss. Tschüss.